Hey, lieben Dachspatzen, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ja, Ashina Castle wird angegriffen und überall sind diese komischen kleinen Ninja-Typen jetzt unterwegs. Alle rot gekleidet. Und ich würde mal sagen, die vom Ministerium, also diese Violetten, die gehören da auch irgendwie dazu, oder? Weil die bekämpfen sich alle gegenseitig. Und irgendwie finde ich das schon sehr kurios. Dass hier die anderen einfach mal so unbedacht rumrennen und nichts machen. Ich glaube, das war schon mit den kleinen Drecksäcken, oder? Hier sind keine mehr. Er hat sich ja echt eine Brücke hochgebaut. Guck mal, die Luschen. Bist du mit dem Rücken zu mir? Ich kann es gar nicht sehen so richtig. Oh nein, der steht... Oh, der guckt mich an. Scheiße. Oh nee. Lass mal deinen Hund weg hier, ja, Kumpel. Ich hab's doch gewusst, die gehören dazu, die Ministeriums-Arschgeigen. Ja, jetzt weiß nicht, wo ich bin, ne? Der Hund ist auch schon weg. Oh nein, da. Oh. Na? Auf deinen blöden Hund hast du daheim gelassen. Du Schwein. Oh, nicht so treten, bitte. Ich wollte gerade blocken den Mikiri. Ja, stirb! Ich bin besser geworden gegen euch. So einfach bin ich nicht mehr zu besiegen. Aber die übrigens auch nicht. Aber geht schon. Ja, einfach immer so feige seinen Hund beipfeift. Oh, scheiße. Das sind zwei. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Da kommt mir doch nach. Los. Also einzeln kriege ich euch auf jeden Fall. Ich hab's gewusst. Die sind eine Einheit hier. Diese Rot-Doppelkatana-Arschgeigen und diese violetten Superschweine. Ja, jetzt ist er verschwunden, ne? Geht mal zurück, komm. Ich hoffe, ich kann mir die jetzt einzeln wirklich schnappen, ne? Ansonsten wird das jetzt kein Spaß. Oh, Kämpfer gegen eine Kuppel. Aha. Siehst du mal, wie es mir immer geht, hä? So geht's mir immer mit euch. Arschgeigen. Jedes Mal machen die mich so nass dann, die Kerle. Oh, ich habe noch meinen Reis dabei übrigens von ihr. Hahaha. Im Notfall, weil der ist richtig gut. Oh, die sind ja überall, guck mal.
sieht's aus. Mit Santa Claus. Ah, da ist noch ein Toter. Oder so ein Halbtoter. Haben sie nicht alle erwischt? Das tut mir aber leid, die Blödmänner. Also, was mich wütend macht, das ist Schwur. So, wollte ich mal sagen. Eine hässlichen Schwur. Ist denn der Eingang jetzt in das Turmzimmer? Hier ist schon wieder jemand, ne? Oh, das ist wieder... Nein, das ist sogar ein Boss. Scheiße, Leute, ich wollte das noch nicht. Ich wollte das noch nicht. Kacke, Leute, ich muss immer zum letzten... Ich muss immer zur letzten Figur, es tut mir sehr leid, aber ich wollte nicht hier hin. Ich wollte erstmal in das Turmzimmer. Wo ich dann wieder eine Statue finde, weil hier muss ich jetzt den Typ besiegen, nachdem ich mich durch die ganzen anderen Arschgeigen durchgekämpft habe, mit so wenig Lebensenergie. Nee, lass mal, bitte. Lass das mal. Oder vielleicht gehe ich da unten durch die Haupthalle jetzt, wer weiß. Und mach erstmal den fetten Ogre. Ich werde zu dritt, habe ich da überhaupt keine Chance gegen die. Wenn drei auf einmal kommen von diesen Arschbacken hier, ist vorbei. Holen sich den anderen Kerl erstmal. Hits. Oh. Der sieht mich schon. Bis bald. Sind die anderen halt auch noch alarmiert da drüben? Aber kriege ich denn überhaupt was für die denn killen vielleicht? Das wäre lustig, wenn ich von denen das Geld kriege. Trotzdem nicht alle abgemetzelt. Ach, siehst du mal, habe ich den gleich vorher schon gekillt. Der war schon. Wow, wow, wow. Ist hier noch so ein Schweinebär? War sehr genius von mir. Hey. Wow. Gut gelandet, ja? Clown. Bleib mal da unten. Bin ja auch nicht mehr raufgekommen, da wirst du das hoffentlich jetzt auch nicht schaffen. Ah. Nicht wieder runterfallen.
Ja, ja. Aha, und jetzt? Oh, sterben du musst. Sterben du musst. Hier gibt es so viele Erfahrungspunkte, das ist echt krass. 600 Erfahrungspunkte. Ja, das ist ganz schön Konfekt nehmen, ich habe da so viel von, Leute. Ich hoffe nur, die sind so schlecht, mich sehen, wenn ich die Dinger drin habe. Wenn man das abspringt. Scheiße. Oh. Hi, Hundchen. Finish him. Ach nö. Na toll. Der steckt mal weg. Sind die anderen jetzt nicht mehr aufmerksam, immerhin. G-Konfekt, das Beste. Sogar ich ganz easy, wenn man weiß wie. Eigentlich. Magnetitschrott. Weil die Treppchen hier hingebaut haben, ich finde das so krass. So, hier ist das Fenster. Das muss ich mir ganz schnell holen. Ah, weil letztes Mal. Das ist ja nicht doof, da rennst du irgendwo rein und dann auf einmal zack. Kommst du nicht mehr weg. Nur das Dojo, der Ausguck. Großes Zimmer. Ich muss ja eigentlich gar nicht in das Dojo. Oder? Aber wisst ihr was? Ich gehe natürlich erst nochmal zum Teil der Schlange da unten, weil vielleicht ist da ja auch noch was. Oh, ich höre Echsen. Was Fieses. Wenn ich jetzt eh vielleicht vergessen haben, wenn ich hier abtauche. Nee, nicht ganz. Hallo. Habt ihr geholfen, Kumpel, ne? Merkst du schon. Komm schon! Wollte einen Mikiri-Konter machen und ich habe ihn nicht gemacht, leider. Oh, 3 Magnetitschrott, wie viel? Das ist ja heftig. Die Äffchen jetzt hier wieder. Ich finde die Äffchen immer noch nicht doof, Leute, weil ihr gesagt habt, so warte mal ab, die Äffchen wirst du noch hassen. Nein. Nein, 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 nein.
Ich kann auch keine Äffchen hassen. Sogar die Äffchen sind weg hier, siehst du mal. Ist jetzt ein böser Ort. China Castle ist böse. Oh, noch mehr Tote. Ach, warte mal, das war doch unser Shinobi-Freund, ne? Wow. Hat er eine Gesichtsmaske aufgehabt, der Wolf? Sah ein bisschen so aus, oder? Bisschen Angst, weil wenn jetzt die Wölfe hier sind. Natürlich. Was? Kann ich den überraschen? Welchem Gesicht zu mir da mit dem Rücken? Überlege gerade, was könnte ich da bei ihm nutzen? Vielleicht mal den Nebelraben wieder? Ja! Einsamer Schattenmasagana der Speerträger. Was? Ein Speerträger? Oh, Scheiße! Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen Gegengift einnehmen. Diese Kontaktmedizin. Ja. Ich glaube, ich hau mir den Reis mal rein vielleicht, ja. Komm schon! Ich wollte gerade den Bikini-Konter machen. Dieses dumme Gift. Oh, ich hab das doch abgeblockt, du Penner. Also ich wollte mit dem Bikini. Man sieht aber auch wirklich nichts hier, ne? Mit der Kamera ist gerade wieder ein richtig geiles Ding. Das sind halt die Violetten, aber die sind immer noch ziemlich krass, muss man sagen. Ja, toll. 4000 Erfahrungspunkte, leck mich doch fett. Ey, es ist so kacke. Da verlierst du wieder alles. Einfach so. Einfach so. Warum hab ich jetzt bitte Lebensenergie verloren? Das verstehe ich jetzt nicht. Hört sich bitte mal. Ja, macht ihr mal. Ich geh mal kurz zu eurem Kumpel da unten und hau dir mal eine rein. Hoffe ich zumindest. Ich könnte ihn ja auch ein bisschen mit Asche verwirren. Och nein, ich brauche wieder Reis. Baby, Baby, ich brauche Reis.
Ist die Hürde schon död? Nee. Ich nehme erstmal wieder so ein kleines Konfektchen. Ich finde die Typen ätzend, ne? Die Violetten. Die machen viel zu viel und viel zu schnell Quatsch. Gegengift schnuppern hier. Konfekt drin, das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Au, au, au. Nicht machen. Giftscheiß macht, ne? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Überhaupt keinen Bock auf deinen Giftscheiß habe ich. Was habe ich denn noch, um ihn zu verwirren? Werde ich denn noch nutzen? Am besten gar nichts. Öl vielleicht noch. Nee, komm, lass mal das mal. Hat er denn noch so einen scheiß Buff? Das gefällt mir nicht. Komm schon, wenn ich ein bisschen früher reingedasht bin, ja. Okay, wir kämpfen hier vorne auf dem Platz. Ich glaube, das ist für alle ein bisschen besser, oder? Oh, komm schon. Ich muss mir mal ein bisschen Konfekt reinziehen, dass ich weniger Schaden nehme. Er hat immer so ein blödes Ding da am Laufen, ne? Das ist doch lächerlich. Bin ich ja komplett außer Haltung gebracht. Und er haut mich einfach weg. Mann, ey, das sag ich doch. Wie wär's mal mit... Ich hab ein bisschen Schiss bei dem Boss, musst du mal verstehen jetzt, ja? Das ist ein Giftscheiß, ne? Geht das schon?
komm schon. Ach, jetzt. Komm ich hier auch nicht weg, weißt du? Fuck you. Ah, ja, ich kriege auch ein bisschen Panik bei dem Typen, weil der halt so stark und so stark ist und so starke Angriffe auch noch ablässt vom Stapel. Das ist schon echt fies, du. Oh, danke schön für die göttliche Hilfe. Es hätte vorher kommen können, dann hätte ich es nicht nochmal riskiert jetzt hier, aber gut. Versuch's nochmal, Leute. Ich würde die jetzt schaffen. So eine Potsau, der Typ. Mit seinem Hundchen hier müsste übrigens ordentlich sein, finde ich. Dass die jetzt nochmal kommen. Also der Reis hat schon gut weitergeholfen übrigens, aber nee. Ich denn bei ihm nutzen? Vielleicht den Speer? Das wird auch nicht viel bringen, schätze ich mal. Könnt ihr mit Öl bewerfen und dann mit dem Flammenwerfer ein bisschen flambieren. Das ist Phantom-Kunai, aber ja. Ja. Ich bin halt einfach ein bisschen schlecht gerade gegen ihn. Ich weiß auch nicht. Also ich habe gedacht, die Ninjas, die Violetten, die hätte ich ein bisschen gut geübt. Aber irgendwie nicht so ganz, ne? Aber jetzt. Toll. Komm. Habe ich zwar leider jetzt nicht mehr. Ich könnte, ich meine, ich kann die Dinger benutzen, die klingen, aber. Ja, ja. Warte mal, du bist doch ein Schweinemann. Ich könnte das jetzt. Ich mach das mal. Nutzt mal das zeremonielle Tanto. Oh nein, oh nein. Was soll das? Ich hab so Schiss gegen ihn, Leute. Ich weiß es noch, dass er das macht und ich weich nicht aus. Komm schon! Ich habe ihn doch ausgewichen. Den dummen Mikiri habe ich genutzt. Ja.
komm. Ich bin so kacke. Gegen ihn bin ich voll kacke. Da verliert er wieder die Anlockung. Bitte schön. Ich bin so scheiße. Wirklich, Leute, ich hab so Puls. Ich hab die ganze Zeit die Arschbacken zusammengekniffen. Ja, ich hab hier Gebetsperlen. So, du Schweinebär. Gib mir dein Drachenblut. Okay. Jetzt soll ich mir erstmal Belebensenergie, Kinder. Und dann trinke ich einen Baldrian-Tee. Ich danke euch erstmal sehr fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Ach, Kinder, ich schlafe heute nicht gut. Ich würde mich freuen, ihr seid nächstes Mal dabei. Und lasst mir ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns wieder zu Sekiro Shadows Die Twice. Macht's gut, tschüss.